Okay. Wachsam. Die sind bestimmt nicht zu verkaufen. Wachsam. Wenn das ein Ringfinger ist, möchte ich den passenden Ring lieber nicht sehen. Mhm. Der Tisch ist wohl Secondhand. Für einen kleinen Finger ist er ziemlich groß. Kann man irgendwas mit der Puppe, die da liegt, machen? Der Tisch ist wohl Secondhand. Puppe? Was ist denn Puppe? Steuerung ist Cancer, ne? Was? Sperma. Was? Möwenbandwurmextrakt. Das ist wirklich ekelhaft. Ah, wurde Puppen. Autsch, ich möchte nicht in der Haut dieses Kerls stecken. Können wir... Nein! Da durch. Da, ja. Da kann man nichts machen? Doch! Ein seltsamer Spiegel. Ein selten... Er ist anscheinend an der Wand befestigt. Kann man nichts weitermachen? Ein seltsamer Spiegel. Okay, okay. Damit komme ich raus. Okay. Und wo ist das verfickte Pausenmenü? Funktioniert das denn noch? Ah. F1? Das wenigstens, ja. Sag mal ein bisschen hier. Mach mal nochmal. Entschuldigung. Komm, wenn, dann machen wir das auch vernünftig hier. Das ist okay. Nach unten? Warum ist beides nach unten? Müsste das eine nicht nach oben sein? Keine Ahnung. Mal schauen. Achso, nee, das ist... Scheiß auf Standardaktion. Aber das ist die Standardaktion. Ja, aber ich kann ja die anderen auch benutzen. Okay. Dann beleg doch nur eine von den Gegenständen nach unten blättern. Ja, stimmt. Toll, Standardaktion wird auch benutzt, um im Menü zu bestätigen. Ja, dann mach Standardaktion wieder rein. Ja, kann ich ja nicht. Ich kann nicht bestätigen. Danke. Entschuldigung, das muss erstmal bei mir ankommen. Wenn ich schauen explizit will, das brauche ich. Das ist meistens eh Standardaktion, von daher, das packen wir mal ein. Keine Ahnung, das passt schon. Menü hätte ich ganz gerne da. Nein, der hat die Achsen nicht. Scheiße. Oh. Die habe ich. Filmsequenz überspringen brauchen wir eh nicht. Ja. Hoffentlich. Eine Pause kann ich ja weiterhin machen. Oder so, keine Ahnung. Wie komme ich hier wieder raus? Ach. Und dann... Genau. Leer. Nichts. Gar nichts. Ein seltsamer Spiegel. Leer. Nicht ein seltsamer Spiegel. Okay, damit kann man nicht interagieren? Nee. Okay. Nein, ich will die Flasche nicht untersuchen. Lass uns wieder rausgehen. Was? Wenn sie scheinbar nicht da ist. Kann man die Leiter? Ja, kann man die Leiter hoch? Eventuell. Ein kletterer Leiter. Achso, tut er ganz ja, langsam. Ja, nur sehr langsam. Hier oben gibt's nichts Interessantes.
Ich stumpfe langsam ab. Ich muss mich beim Anblick dieses Knochenhaufens gar nicht mehr übergeben. Okay, dann lass uns wieder rausgehen. Nein, nein. Wow, eine 4D-FX-Voodoo-Maske. Ja. Das ist High-End-Voodoo-Technik. Der Geruch dieses Korbes weckt in mir schreckliche Erinnerungen an Puerto Pollo. Hm. Ich hatte gedacht, da ist jetzt wieder ein Gummihuhn oder so drin. Ja. Aber sieht nicht nach Gummihühnern aus. Ach. Niemand zu Hause. Verkauft. Alter, unheimlicher, schlecht beleuchteter Buchladen. Na, das klingt ja nicht besonders einladend. Scheiß drauf. Ja, wir könnten überall reingehen, scheinbar. Ah! Geh mal da durch den Torbogen. Nee, erstmal. Was? Okay. Eins ist noch übrig. Noch ein Verkaufsschild. Verkauft. Ich glaube, ich erkenne ein Muster. Es ist 3 Uhr. Achso, hier geht's zum. Zu Dings. Zum Haus der Gouverneurin. Ja. Das war's schon. Was ist hier? Irgendwie sieht Millie Island jetzt auch anders aus als vorher. Ja. Ziemlich stark. Ich will wissen, was hier oben ist. Ist da nicht Meathawk? Meathawk. Ja. Oh, es gibt eine Brücke. Hey, wir haben Vollmond. Was tust du? Meathawk hat sich also endlich eine Brücke besorgt. Ich persönlich fand ja die alte Flaschenzugmethode für ein Piratenabenteuer passender. Das ist auch kein Abenteuer, Piratenabenteuer mehr. Das hier scheint ja ein Behördengang-Abenteuer zu sein. Ja. Bugs-Show. Ob sie wohl Mad Max jenseits des Donnerbalkens zeigen? Die Steuerung ist abgesperrt. Auch... Okay, die Steuerung ist auch nur dezent Cancer. Ja... Meathooks Wachshaus. Dann lass uns mal zu dem Boot-Ding gehen. Zum Hafen? Ja. Ja, ich will die neue Hafenmeisterin. Warum steht da Freudenmädchen? Habe ich mir auch gerade gefragt. Guck. Ich könnte jetzt wirklich einen kleinen Grog zur Erfrischung vertragen. Leer. Ich könnte jetzt wirklich... Das hebe ich nicht auf. Tja, so ein Pech. Ich habe kein Geld. Was ist das? Aufgepuppter Fahrradschlauch. Kann man den nehmen? Hm. Können wir den nicht ins Inventar packen? Hm? Was soll ich denn mit dem Schlauch? Ja, kann ich. Und wir können Rettungsring vielleicht nehmen. Im Moment muss niemand gerettet werden. Okay. Dann reden. Ich bin Guybrush Threepwood. Ich brauche ein Schiff. Schön für Sie. Was habe ich damit zu tun? Wer ist hier zuständig? Ich. Mein offizieller Titel lautet Leitende Schiffsregulatorin der Hafenmeisterei von Millie Island. Ein Tochterunternehmen der inselübergreifenden Transport- und Verkehrsunion. Was bedeutet? Was bedeutet, dass ich für den gesamten Bootsverleih auf Millie Island verantwortlich bin? Haben wir uns nicht schon mal gesehen? Aber ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Jetzt fällt's mir ein, in der Scambar. Sie sind das nackte Mädchen auf dem Gemälde. Bin ich nicht. Außerdem habe ich mich seit Jahren nicht mehr ausgezogen. Wer hat sie gemalt? Er war ein übler Kerl. Er war gut, aber er konnte seine Finger nicht von mir lassen. Ein seltsamer Bursche. Hatte eine bizarre Vorliebe für Wachs. Was für Finger? Meathook, bevor er seine Hände verloren hat? Oh.
Wie heißen Sie? Warum? Nun, ich kenne gerne die Namen der Menschen, die ich schon einmal nackt gesehen habe. Ich war nicht nackt. Ich wurde künstlerisch in Pose gebracht. Nee, komm. Was? Wenn ich es mir recht überlege, nein, möchte ich nicht warum? Über Sie sprechen. So viel zum Thema Schmeicheln. Ich befehlige ein Schiff. Nicht so schnell, Kleiner. Ohne meine Erlaubnis verlässt kein Boot diesen Hafen. Und ich wüsste nicht, warum ich Ihnen ein Schiff geben sollte. Ja. Ich bin mit der Gouverneurin verheiratet. Ich hörte, dass sie tot ist. Nun, sie hat durchaus ihre ruhigen Seiten, aber sie lebt. Und ist wieder auf Meli. Und sie möchte regieren. Oh, sie war also die ganze Zeit auf Reisen, was? Ist ja toll. Na, lange wird sie nicht mehr regieren. Ich stimme jedenfalls für Charles. Er hat mir eine Beförderung versprochen. Wer ist Charles? Vermutlich der Australier. Aber Stan meinte, ich könnte... Ihre Beziehungen helfen Ihnen auch nichts. Okay. Sie wollen mir nicht helfen, was? Sehe ich etwa aus wie ein Pfadfinder? Sie müssen eine echte Schifffahrtsexpertin sein, wenn Sie einen so wichtigen Job bekommen. Nein, ich habe keine Ahnung von Schiffen. Und ich hasse Seereisen. Ich sitze hier nur meine Zeit ab, bis ein Chefposten frei wird. Okay. Wir gehen erst mal wieder. Von dieser Bürokratie bekomme ich Kopfschmerzen. Behaupten Sie später nicht, ich hätte Ihnen nichts gegeben. Oh ja, stimmt. Sie hat ihm Kopfschmerzen gegeben. Na, das nenne ich ein prächtiges Schiff. Ah, ja, irgendwas ist noch mit dieser Figur da drauf. Ja. Das ist, du läufst da durch und drehst sofort wieder um und läufst zurück. Okay. Brutal rosa Schiff. Das ist die zweitschönste Galionsfigur, die ich je gesehen habe. Hey, sie hat Löcher in den Ohren. Wer verpasst denn einer Galionsfigur Ohrringe? Mir ist klar, warum dieses Schiff noch nicht verkauft ist. Ist doch hübsch. Wahrscheinlich wird das unser Schiff. Garantiert. Aber wir müssen ihr dann wahrscheinlich Ohrringe geben. Weil ich weiß, dass man irgendwas mit ihr machen musste. Wenn sie Ohrlöcher hat. Verkauft. Wahrscheinlich. Das sieht ja ganz lustig aus. Die anderen sind wahrscheinlich alle verkauft oder so. Komm. Wir müssen den Australier finden. Kann ich? Nein. Kann man nicht das Paddelboot auf? Voll gefahrt. Hä? Was zur Hölle? Ach so. Das ist. Oh Gott, war das weird. Du gerade ein Geist oder so. Boah, ich hasse euch, Entwickler. Ich hasse. Warte, geh nochmal zum Haus der Gouverneurin. Okay. Wir haben jetzt den Fahrradschlauch. Was ist, wenn wir den Fahrradschlauch am Dingens? Dann oh ja, ich weiß, was du vorhast. Ja. Ich mag, wie du denkst. 47, 7,92. Feuer! So. Diese Animation macht mir Kopfschmerzen. Kann es sein, dass die tatsächlich versucht haben, so ein Tumpen... Oh mein Gott, guck mal kurz zur Seite. Die sitzen echt alle da in der Reihe, ne? Alle in der Reihe oben auf der Heizplatte. Verwende aufgepumpten Fahrradschlauch mit Seltsamkeit. Kein schlechtes Beispiel moderner Kunst, soweit ich das beurteilen kann. Mal sehen. 47, 7,9 minus 6. Kannst du ein Foto machen? Ich kann's versuchen. Feuer! Muss die Kamera halt irgendwie sehr still. Leg sie mal auf dem Brett ab. Andersrum. So? Nein? Hochkant, genau. Und dann so nach unten. Ja. Dann sollte es nämlich gerade sein. Ja. Oh mein Gott, das ist Liebe. Ja. So, Entschuldigung. Es musste getan werden. Hey! Verschwinde, bevor ich dir die Rübe wegschieße, kapiert? Warum ist es trotzdem verschwommen? Weil deine Kamera kacke ist? Ah, das geht. Gut. Und jetzt komm hierher, Gurkenhals.
Vielleicht blende ich hier das Foto ein. Ja, ja, ich, Sekunde. 22, 5,5 minus 6. Was? Würden Sie mir zeigen, wie Sie den Kaktus treffen? Nein, das mache ich nur, um das Katapult neu auszurichten. Ich möchte keine Steine verschwenden. Die Dinger sind teuer. Oi, hört auf, euch zu picken. Kann man irgendwas bei den Steinen machen? Sie scheinen ein beschäftigter Mann zu sein. Viel Spaß noch bei Ihren Untaten. Danke. Hey, verschwinde, bevor ich dir die Rübe wegschieße, kapiert? Und hinten gut. Lang. Und jetzt komm hierher, Gurkenhals. Feuer! Hey, verschwinde, bevor ich dir die Rübe wegschieße, kapiert? Gut. Und jetzt komm hierher, Gurkenhals. Guck mich wenigstens an, wenn du mit mir sprichst, Junge. Und es ist nicht gefährlich, wenn ich hier rumlaufe oder so. Ist nur gefährlich im Haus. Komm, schieß doch. Schieß doch. Zum Steinhaufen kommen wir nicht, ne? Keine Ahnung. Was tust du? Ich warte, bis er schießt. Mal sehen. 47, 6,7, minus 27. Feuer! Ich fange ihn auf. Okay. Oh. Können wir da hinten irgendwo hin? What? Polly möchte ein Düngekügelchen? Düngekügelchen. Okay. Hier geht's scheinbar nicht weiter. Ne? Kannst du da irgendwas machen? Nein. Ich will da hinten zu dem Affen. Ja, du kannst ihn nur betrachten. Kann ich den Affen betrachten? Oh ja. Mal sehen. 15, 3,7, minus 6. Anscheinend hat unser Gärtner hier den Affen gemacht. Feuer! Ich fange ihn. Oh. Versuch mal, dich von einem Stein treffen zu lassen.